Die Sicht im oberen Bereich des Steinbruchs ist heute eher mäßig. Liegt es am stürmischen Wetter in dieser Woche, welches die oberen Schichten ordentlich aufgemischt hat? Für die Algenblüte, also das vermehrte Wachstum der Algen, ist es wohl noch nicht warm genug. Egal, es ist trüb und ich schaue mal, ob es weiter unten besser wird. Knapp über Grund, bei ca. 16 bis 17 Metern Tiefe, klart es auf. Und da sehe ich sie, dunkle Spuren aus Schlamm, welche sich gut vom umgebenden grauen Sediment abheben. Etwas erhöht sitzt der Baumeister dieser Schlammspuren. Ein Krebs. Aufgrund der doch für solch ein Tier recht beachtlichen Größe und der kräftigen Scheren tippe ich auf einen Edelkrebs. Zeit für eine nähere Betrachtung lässt mir das Tier nicht. Einen Augenblick später stößt er sich nach rückwärts ab und verschwindet unter einem Stein. Mehr an interessanten Tieren kann ich hier am Grund nicht entdecken und so tauche ich an der Felswand entlang der Oberfläche entgegen. Hier lassen Wasserpflanzen ihr erstes Grün sprießen. Ein paar wenige Barsche ziehen ihre Bahn. Ein größerer Hecht beobachtet die ganze Szenerie. Er hat hier im Steinbruch keine Feinde und behauptet sich in seinem Revier. Im trüben Wasser sehe ich ein paar Karpfen davon schwimmen. Sie haben mich und mein Geblubber schon viel eher bemerkt und nehmen Reißaus. Vielleicht treffe ich sie an den Netzen unter den Pontons. Nein, heute habe ich keine Chance und es hat auch keinen Sinn, im Dunst weiter nach den scheuen Gesellen zu suchen. Dafür treffe ich noch auf einen kleineren Hecht. Er ist auf Lauer zwischen Ästen, die genau zu diesem Zweck an einem der Pontons abgehangen sind. Nach einer Stunde ist meine Tauchflasche nun leer. Etwas klamm ist mir an den Händen und Füßen. Trotz der eingeschränkten Sicht konnte ich auch heute wieder einiges an Fisch beobachten. Besonders habe ich mich über die Begegnung mit dem Krebs gefreut. Und mal sehen, was der Steinbruchsee Riesenstein, mitten in Meißen gelegen, das nächste Mal für mich bereithält.